Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Divinity. Ja, ich habe meine Erkältung einigermaßen hustenfrei überstanden, sodass es jetzt hier weitergehen kann. Aber ja, wir sind ja jetzt hier kurz vor dem Ende und es fehlt noch ein Schlachtfeld. Und ich werde quasi diese Aufnahme beenden, sobald ich den Schlachtfeldschlüssel gefunden habe. Es wird jetzt hier nicht gleich in diesem Raum sein, das wäre ein bisschen... Ja, so viel habe ich zumindest schon mal überprüft, aber ich weiß ansonsten leider nicht, wann das sein wird. Deswegen wird es trotzdem jetzt erstmal nur eine sehr, sehr kurze Aufnahme sein. Ja, um nochmal so ein bisschen zu wiederholen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben das letzte Mal wiederholt und zwar ganz ordentlich, nämlich nochmal die gesamte Hauptstory so ein bisschen in groben Zügen. Also so das Hauptziel, sage ich mal. Dann nochmal so ein bisschen die hauptsächlichen Sachen hier in der Ranaar-Akademie und was hier alles noch liegen geblieben ist. Wir haben uns ein paar Truhen angeguckt, die noch verschlossen sind. Und ja, haben nochmal alte Bücher über Ranaar-Magie zum Beispiel gefunden. Ja, sind diese ganzen Räumlichkeiten nochmal durchgegangen und auch unser gesamtes Inventar. Und ein Aspekt, den ich dabei vergessen hatte, war nicht die Anwesenheit eines bestimmten Gegenstands, denn ja, wie gesagt, die bin ich alle durchgegangen, sondern die Abwesenheit von bestimmten Gegenständen. Und damit meine ich ganz konkret unsere Teleportationspyramiden. Denn ich hatte mich ja am Anfang des Aktes gewundert, dass wir die nicht mehr haben und dachte vor Schreck, ja, ich hätte die irgendwie im Schlachtfeld des Aktes davor vergessen. Aber das ist quasi ganz normal, dass man die nicht mehr hier in diesem Akt bei sich führt. Allerdings muss ich gestehen, dass ich trotzdem nicht genau weiß, warum. Also ich habe nochmal alte Speicherpunkte geladen und ich hatte sie eigentlich bis fast ganz zum Schluss. Und ich kann mich an keine Cutscene erinnern, wo die uns abgenommen worden sind. Naja, aber wir haben sie nicht mehr. Und ja... Damit mussten wir uns jetzt hier leider zufrieden geben. Und dann haben wir das letzte Mal noch ein bisschen weiter gemacht hier in der Akademie. Wir sind auf die letzte Ebene gekommen und haben mit dem Geist des Hohen Weisen Anlokar gesprochen, der uns auch so wie alle anderen für Damien hält. Und er hat gesagt, er kann nicht verstehen, warum wir jetzt hier... wie war das? Ich glaube, warum wir keinen Spalt öffnen können, um die Akademie zu verlassen oder so. Und wir sollen es einfach weiterhin probieren und das werden wir jetzt tun. Wir sollten einen Zauberstab suchen und haben ein Koordinatenbuch bekommen und haben jetzt unseren allerersten Spalt selber geöffnet. Und das ist dieser Spalt. Und jetzt sind wir hier im Grab eines Herzogs von Ferol. Und zwar von Hark Ferol. Wir wissen nicht so genau, wann innerhalb der Divinity-Geschichte der gelebt hat. Und dann gibt es jetzt hier ein tolles Kettenrätsel. Das Wichtigste sei aber an dieser Stelle natürlich auch noch erwähnt. Um an den Zauberstab zu kommen für das Spaltlaufen, haben wir niemand anderen als Samuel aus dem Weg geräumt. Der Erzdämon, der uns schon seit dem ersten Akt verfolgt. Ja, in einem sehr, sehr harten und langen Kampf konnten wir ihn bezwingen. Und es gab überhaupt keine richtige Belohnung dafür. Die Story sagte, ja, jetzt geht's übrigens einfach weiter wie bisher. Das fand ich ein wenig ernüchternd. Nun ja. Ja, mit diesem Kettenrätsel hier, da hatte ich das letzte Mal schon ein bisschen rumprobiert und habe dann gedacht, nee, verstehe ich jetzt nicht so auf die Schnelle und gucke ich danach oder... Ja, versuch's dann nochmal rauszufinden. Also, was ich nachgeguckt habe, war quasi ein Hinweis, aber der Hinweis war schon so eindeutig, dass es danach nicht mehr besonders schwer war. Und zwar war der Hinweis, dass uns die Statue hier einen Hinweis gibt. The Tomb of Hark Ferol, the Executioner of Mages. He was killed by assassins during his second year of rulership. Now he is protected by four loyal men from beyond the grave. Ja, innerhalb dieser kleinen kurzen Rede kommen zwei Zahlen vor, und zwar das zweite Herrschaftsjahr und die vier loyalen Männer. Und
deswegen müssen wir hier an der zweiten und an der vierten Kette ziehen. Und tada! Wir haben vier Männer aus dem Jenseits, die wir besiegen müssen. Aber vorher haben wir das Stundenglas in deinem Rucksack beginnt zu vibrieren. Das Stundenglas umdrehen, das Stundenglas ignorieren. Wir können mit uns selbst handeln, okay? Ja. Ich drehe es einfach mal um. Die Kreaturen bewegen sich nicht, aber du hast das Gefühl, dass du dich beeilen solltest. Ah. Ja, das Stundenglas war einer dieser merkwürdigen, auch ich sag mal random Gegenstände, die wir aus der allerersten Ebene der Akademie bekommen haben. Zusammen mit einer Gummiente und einer Gitarre, deswegen sage ich random. Und ich glaube ein Teddybären. Und ja, und es war so ein bisschen klar, dass das Stundenglas jetzt ja auf der letzten Ebene der Akademie zum Einsatz kommen wird. Allerdings finde ich das gerade sehr nett. Okay, ja, ich sollte meine Zeit nicht mit Quatschen verplempern. Hieß es nicht, sie bewegen sich nicht? Wow. Schädel. Oh. Okay. Verziertes Grab. Das sind alles verzierte Gräber. Ja, das hier. Nee. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Warum sind in diesen beiden Gräbern Statuen? Aber in den dreien hier hinten nicht. Ich hätte ja erwartet, dass entweder in vier Gräbern oder in nur einem Grab eine Statue ist, aber so rum. 28. Ach komm. Das kriegen wir doch hin. So, und alle auf sie mit Gebrüll. Oh. Okay. Das sieht nicht besonders gefährlich aus. Ja, okay. Gut. Goldmünzenübungsschwert. Na toll. Okay, also. Wir haben einen Schädel, Schattenhelm, Knochenhaufen. Das können wir gar nicht mitnehmen. Das können wir dagegen schon mitnehmen. Ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das Spiel möchte, dass wir das mitnehmen. Vielleicht hätte ich damit die Skelette aufhalten können. Wahrscheinlich. Vergiftete Ranarkeule, rostiger Dolch. Na toll. Ja, ich lasse sie jetzt mal liegen. So, wenn es richtig ist und das mittlere Grab ist... Ach Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ist das von dem Herzog? Ja, eigentlich sollten wir auch gar nicht hier sein und solche Dinge tun, weil wir sollten ja eigentlich nur ausprobieren, ob das mit dem Spaltlaufen funktioniert. Knochenhaufen, Schädel, rostiger Dolch. Ja. Zerbrochenes Schwert. Zerstörte Rüstung, Knochenhaufen. Interessant, dort gab es keinen Schädel. Nur Knochenhaufen. Ja, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ich leg's mal wieder zurück. So. Okay. Ja. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir haben jetzt zwar vier Geister besiegt, die wir vielleicht eventuell nicht hätten besiegen dürfen, aber was soll's. Okay. Gut. Dann gehen wir mal wieder speichern und dafür ganz umständlich ins Schlachtfeld. Ich musste übrigens feststellen, dass auch das Grab hier nicht sicher war vor diesem Speicherbug. Das heißt, ich musste doch nochmal einen Speicherpunkt davor neu laden. Aber das war Gott sei Dank nicht so schlimm. Ich hatte wenigstens im Schlachtfeld schon gespeichert, nachdem ich Samuel besiegt hatte. Das wäre sonst ein bisschen arg gemein gewesen.
Okay, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Welcome back. Now it is time to close the rift you just opened. Ja, just. Wie schließe ich den Spalt? Simply command the rift to close using your wand. Okay. Das heißt, ich klicke jetzt wieder den Zauberstab. The wand cannot be used to open more than one rift at a time. Okay. Ach so, du kannst durch den Spalt hindurchgehen oder ihn schließen. Den Spalt schließen. Oh, nice. Das ist sehr, sehr unkompliziert. Oh, wer bist du denn? Damien, there you are. It still doesn't work for you. Yes, I know the reason, but I can't do anything about it. See, I've talked with your father, Dame. I just returned from your home, Rivalon. No, no, I'm not betraying you. Calm down, Damien. What are you saying, Damien? The imps? The crystal? You? And the demons. No, Dame. This can't be true. You can't do that. Not after we took you in. Easy, Dame. Put that sword down. Stay back. Think about this. I supported you. I believed in you. Don't do this to me. No. No. Did you really think you could stop me, old man? What does your bitch goddess do for you now? She is nothing. You are nothing. And soon, this place will be nothing. Oh. Okay. What have you done, Damien? You've killed my father. Ron, give me strength upon strength to face this evil. For this you will die! You will never get to me, witch. Er rennt tatsächlich weg. Ja, also der Weise ist jetzt nicht mehr da. Zumindest ist sein Geist auch nicht mehr da. Damien, there you are. Oh nein. It still doesn't work for you. Yes, I know the reason. But I can't do it. No, no. What are you saying, Damien? The imps? The crystal? You? Easy, Damien. Ist das jetzt ein Bug, dass der Dialog nochmal kommt, oder ist das normal? Stay back. Did you really think you could stop me, old man? Ja, ich glaube, es ist ein Bug. What does your bitch... Stammesältester der Ranar. Also dann ist das... Ist das jetzt wahrscheinlich der Ort, an dem er gestorben ist. Und ja, aber ist jetzt der Damien da draußen, oder? Ich traue mich gar nicht, hier so richtig großartig rumzulaufen. Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwas triggere, aber... Ach, und jetzt sind die Räume hier offen. Mhm. Ja, aber dann war das quasi mit diesem Kristall, den Imps, dann war doch meine ursprüngliche Idee richtig, dass er irgendwie die Rechte der Imps so ein bisschen sich dafür eingesetzt hatte, um
Ah, hier liegt ein Totenschädel auf diesem Bett. Aha. Um einfach nur an den Kristall ranzukommen. Ranarstein. Enthält nichts. Enthält drei Gegenstände. Okay. Was auch immer passiert. Wir nehmen erstmal das Gold. Notizen. Mein lieber Freund, es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe, aber wir hatten seltsame Zeiten hier in der Akademie, seit du weg bist. Der Junge namens Damien, der als Kind durch die Wildnis gezogen war und den mein Vater fand, ist offiziell angenommen worden und widmet sich gewissenhaft seiner Ausbildung, um ein Ranarweiser zu werden. Nicht, dass er einer von uns wäre und keine Ausbildung dieser Welt wird es ändern. Ich muss gestehen, dass ich mich immer noch nicht an meinen neuen Bruder gewöhnt habe. Etwas stimmt nicht mit ihm. Aber ich weiß nicht genau, was es ist. Sein Wunsch zu lernen, sein Wissensdurst, besonders über das Spaltlaufen, scheinen unstillbar zu sein. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass etwas dahinter steckt. Ich mache mir Sorgen um meinen Vater. Meine besten Wünsche und möge der Segen Rans mit dir sein, weise Anlukam. An wen hat sie wohl geschrieben? Kann ich das in den anderen Notizzettel, den kann ich nicht auswählen. Na gut. Ja, aber wenn das bedeutet, dass er dort gestorben ist und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass quasi nicht, obwohl es jetzt so aussah, sein Geist in dem Sinne gestorben ist, dann war das ja jetzt quasi wie so eine Art Rückblicksvision. Und dann ist das quasi die Stelle, wo der Weise gestorben ist und er ist ja vor Anlukam davongelaufen, der hohen Weisen, die wir in dem Akt davor getroffen haben. Genau, und da war sie ja quasi, ja, irgendwie, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine richtige Absicht von dem Spiel ist, dass es wie die Geister der Verstorbenen aussah, weil sie war ja im letzten Akt dann wieder lebendig. Also ist das vielleicht der Hinweis darauf auch, dass es so eine Art Vision ist und dass es nicht gerade passiert ist. Ja. Und ja, also es sieht so aus, als hätte quasi der Weise den Damien hier aufgenommen und ich habe ja auch schon das letzte Mal erzählt, er war ja der erste menschliche Schüler hier an der Akademie, deswegen hier auch der Brief von Anlukam, dass sie etwas so ein bisschen da Vorurteile hatte, weil er ja ein Mensch ist und in die Geheimnisse der Ranar eingeweiht worden ist. Und das fand sie nicht besonders gut. Und dass irgendetwas nicht mit ihm stimmt, das haben wir jetzt gesehen. Weil er quasi relativ schnell jetzt hier irgendwie wütend geworden ist. Also wir haben nur einen Teil von dem, was er gesagt hat, mitbekommen. Denn am Anfang haben wir ja noch nicht gehört, was Damien gesagt hat. Ja, und er hat quasi den hohen Weisen, der ihn aufgenommen hat und ihm alles beigebracht hat, den hat er einfach eiskalt ermordet. Und er hat sich sozusagen, also das war jetzt auch so ein bisschen angedeutet, eben diese Zusammenarbeit mit den Dämonen, dass er sich mit den Dämonen zusammengetan hat. Und ja, und wir wissen ja auch, dass mit den Imps und dem Kristall und es ist ja so, dass seit der Kristall da fort gewesen ist aus dem Tempel, konnten ja die Dämonen erst so richtig in diese Welt eindringen, beziehungsweise hatten sie dann sehr starke Lebenskraft. Und ja, dann war das alles wirklich ein Komplott von Damien, so wie es ausschaut. Aber was hat das mit dem Nekromanten zu tun? War der dann nur ein Beauftragter? Oder wo war der Kristall genau, als er versucht hat, ihn zu beschwören? Na gut, okay. Fragen über Fragen, aber wir gehen das jetzt hier mal weiter durch. Wir haben einen Heiltrank. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und wir haben eine weitere Notiz. Das ist höchst merkwürdig. Dass Damien diese Welt nicht verlassen kann, ist wirklich seltsam und bisher nicht weiter bekannt. Ich muss es näher untersuchen. Heute habe ich eine sonderbare Barriere entdeckt, die unsere Welt umgibt und der Grund für Damiens Problem sein könnte.
Sie scheint nur bei speziellen Lebenszeichen zu funktionieren und ist offenbar nur gegen Damien wirksam. Als ob ihn jemand einsperren wollte. Ich muss in die Welt, die Damien seine Heimat nennt, Rivellon. Ich muss in der Welt, die Damien seine Heimat nennt, Rivellon, nach einer Antwort suchen. Ja, wir haben ja gehört, er hat mit Damiens Vater gesprochen in Rivellon. Und daraufhin ist der Damien erst so wütend geworden. Wessen Zimmer ist das?